Ich bin Gil Mehmert, ich bin der Regisseur der Oper La Bohème und des Musicals Rent und beides inszeniere ich gerade am Opernhaus Dortmund. Die Vorbereitung für diese beiden Stücke lief natürlich immer parallel ab. Ich konnte das eine von dem anderen nicht trennen. Das Musical Rent bezieht sich ja auf die Grundkonstellation, die Personenkonstellation und die Situation von La Bohème. Und das Schwierigste dabei war, eine Bühnenlösung zu finden, die für beide Stücke funktioniert. La Bohème ist ja eine sehr spezielle Oper. Sie ist ja wie ein Hollywood-Film geschrieben mit einem Skript, mit einem Libretto, was fast wie ein Drehbuch ist, mit ganz vielen genauen Anweisungen. Ein Musical ist in der Regel sowieso sehr filmisch und normalerweise ist es für mich leichter, ein Musical zu inszenieren, weil da bin ich total zu Hause. Ich inszeniere ab und zu Oper, aber diese Oper ist sehr, sehr tricky mit so viel Details. Man muss so genau arbeiten, bis zu Tagesstimmungen, die dort vorgeschrieben werden. Insofern braucht es sehr viel Vorbereitung, die aber auch noch erschwert wurde dadurch, dass La Bohème das Libretto eben auf Italienisch ist. Dann wird es auch auf Italienisch spielen. Ich glaube, dass für Musical-Fans sehr schön ist und sehr bereichernd ist, die Oper La Bohème anzuschauen, weil man dann erst Rent richtig versteht. Weil eben so viele Motive aus der Oper La Bohème übergegangen sind, in Rent dort weiterentwickelt wurden. Beides ist eigentlich gegenseitig der Subtext zu der anderen Musiktheaterveranstaltung.